Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Zahadum mit einer neuen Folge Age of Wonders Planetfall Invasions. Wir spielen mit der neuen Echsenrasse, den Shakarm. In der letzten Folge konnten wir die Vorhut-Fraktion zurückwerfen. Sie machten einen Angriff hier auf Wonbear heißt diese Kolonie. Wir haben aber einen unserer Helden verloren, deshalb hier unten dieses Vorbereiten des Wiederbelebungsprotokolls. Ja, wir haben jetzt hier genügend noch zu tun, was wir alles abarbeiten müssen. Ihr seht das, neue Forschung auswählen, neue Forschung anschauen, was wir hier erforscht haben. Zu tun ohne Ende, aber das ist natürlich das Schöne an dem Game. Man hat immer zu tun. Und wir können hier, wir fangen hier oben an, Mikaelos kann einen weiteren Sektor anschließen. Schauen wir uns mal von oben an, in welche Richtung breiten wir uns denn da mal am besten aus. Die Gebiete hier unten gehören ja mit zur Wondbär. Deshalb würde ich mal sagen, wir breiten uns hierhin aus oder wir nehmen ein Stück Küste in Anspruch. Oder wir sagen, wir können uns sogar hier bis an die Hauptstadt heranwagen. Das ist aber sehr riskant. Nein. Wir nehmen hier die Olivenschlucht in Anspruch. Die Zaffer-Wehrfeste hat die Industriebewirtschaftung fertig. Wir müssen unbedingt ja, Truppen bauen, aber ihr seht mal, ihr seht das ja hier. Wir haben hier auch noch eine ganze andere Menge zu bauen. Wir kommen aber einfach nicht dazu. Es ist einfach krass. Wir müssen Truppen produzieren. Wir sind mitten im Krieg. Uns sind die Zielwassereinheiten übrigens ausgegangen. Eine gute Fernkampfeinheit. Klasse 2. Mit einer Omnikanone. Haben keinen Mehrfachschuss, aber sie tanken auch eine ganze Menge weg mit ihren 45 HP und ihren zwei Rüstungen. Die brauchen wir unbedingt. M2. Hatten wir schon eine M3? Nein. Also ist das die beste Variante. Können wir hier an der Produktion noch etwas beschleunigen? Ich denke mal eher nicht. Doch, können wir. Sehr schön. Und in der Saphir-Zitadelle ist ein Spezialisten-Ausbildungszentrum gebaut worden. Das soll ja unsere dritte Kolonie werden. Genau, ja. Wo wir Truppen produzieren. Und leider haben wir nicht mehr genügend Energie. Aber wir könnten diese Elite-Militäranlage nachbauen. Dauert aber 5 Runden, das ist uns zu lang. Wir bauen hier ein Sektoren-Upgrade. Eine Doktrin ist in Kraft gesetzt. Geheimer Staat. Eindringen in das Einfluss. Was? In Einflussbereich bei Mörderbucht. Ach hier. Marodeure. Unser Kommandant Sprecht Chatter ist aufgestiegen. Lasst euch hier nicht von diesem Bug irritieren. Das liegt daran, dass er hier so eine Waffe hat. Dadurch ist sein Äußeres hier irgendwie auch mit transformiert. Bisschen blöd, aber naja. Das sind wir, ja. Das ist ja Sprecht Chatter. So, was geben wir Ihnen hier noch mit? Fernkampfspezialist, Zielwasser. Ja, eine ganze Menge, was er dann noch gebrauchen könnte. Wie viel HP haben wir? 60. Zardas-Ausbilder oder halt Domok-Ausbilder. Ausweichen, Universaltarnung. Oder hier haben wir
10 Crit und 2 Widerstände gegen Statuseffekte. Also die Universaltarnung ist ja nicht so das Gelbe von Ei. Der 10 Ausweichen ist okay, aber ich finde, dieser Domok-Ausbilder gerade für Fernkampfeinheiten ist besser. 10 Crit und dann nochmal 2 Widerstände gegen Statuseffekte. Wir nehmen den Domok-Ausbilder rein. Mehr können wir uns leider nicht leisten. Beziehungen zu den Terianer-Fraktionen haben sich verschlechtert. Warum das denn? Wir haben dich gewarnt, aber unser Knurren ist auf taube Ohren gestoßen. Du hast etwas Schlimmes getan und das tolerieren wir nicht. Sieh das als offizielle diplomatische Nachricht an. Wir haben keine gute Beziehung zueinander. Wir waren noch bis vor kurzem integriert mit denen. Was ist denn denen für eine Laus über die Leber gelaufen? Und das Syndikat hat uns beleidigt. Ja, minus 725. Die haben ja Krieg gegen die Amazonen. Wir müssen trotzdem auf der Hut sein. Ein Zwei-Fronten-Krieg wäre fatal. Jetzt geht es zu den Forschungen. Taktiker-Einsatz. Are you misunderstood? Do you struggle to fit in? Have you ever wondered if you were meant for a greater cause? It may be hard to believe, but you may have been one of us all along. Lacerted Fireskink, Tactician Trainer. Fühlst du dich missverstanden? Rackerst du dich ab, um dazuzugehören? Hast du dich jemals gefragt, ob du für eine höhere Sache bestimmt bist? Das ist vielleicht schwer zu glauben, aber möglicherweise bist du schon immer einer von uns gewesen. Lacerted Fireskink, Taktiker Ausbilderin. Neue Einheit können wir hier herstellen. Eine leichte Einheit, biologisch, Infanterie. Die schauen wir uns gleich nochmal genau an. Und eine Ausrüstung, Sonoflossen. Zurückweichen. Die anvisierte verbündete Einheit wird um 25 HP geheilt und alle negativen Statuseffekte werden von ihr entfernt. Die Einheit wird auf ein angrenzendes Feld neben dieser Einheit gezogen. Ach, das ist eine Heldenausrüstung. Sekundärwaffe. 16 Kosmit. Ja, es ist halt extrem, was das alles kostet. Aber hier den Taktiker schauen wir uns gleich nochmal an. There's a way to do anything. There's also a smarter way to do anything. Trade secrets are often more about a well-trained workforce than a secret sauce. Tony Rubio Strong, Manpower and Machine Motivational Consulting. Produktionsentwicklung, die erste. Es gibt für alles eine richtige Methode. Es gibt auch für alles eine bessere Methode. Bei Handelsgeheimnissen geht es nicht selten eher um gut ausgebildete Arbeiter als um Geheimrezepte. Tony Rubio Strong, Mensch und Maschine Motivationsberatung. So, jetzt schauen wir uns den Taktiker mal noch an, was das genau für eine Einheit ist. Ein Sono-Strahl hat er, 7 Reichweite. Eine einfache Aktion zum Vorteil nutzen. Oh, die anvisierte verbündete Einheit erhält alle Aktionspunkte zurück. Zurückweichen. Ah, das ist das hier mit diesen Sonoflossen. Was ist das? Immer schon einer von uns. 12er Reichweite. Durch Äußerung des korrekten Losungssatzes tritt ein Schläferagent auf den Plan. Eine zufällige, nicht geistlose Infanterie-Feindeinheit der Klasse 1 oder 2 verwandelt sich in einen Schläferagenten unter deiner Kontrolle. Betrifft nur Bodeneinheiten, kann nur einmal pro Kampf angewandt werden. Beginnt mit Abklingzeit 3. Ah. Ah, es ist natürlich mächtig. Ja. Eine zufällige, nicht geistlose Infanterieeinheit, okay. Man kann sie dann halt auch nicht auswählen. Aber wird interessant zu sehen sein. Ja, es ist halt 3 Runden, ehe man das dann nutzen kann. Das ist schon eine
krasse Einschränkungen. Ja, wir werden sehen. Ja, eine Unterstützungseinheit, sag ich mal, ist das. Viel Schaden macht die halt nicht hier mit ihrem Sonostrahl. Auch im Moment absolut illusorisch. Von Haus aus kostet die schon 20 Kosmid. Können wir uns im Moment einfach nicht leisten. Wir haben halt einfach viel zu wenig Kosmid. Also wir kommen mit der Technologie hier wirklich ganz gut voran, finde ich, aber halt mit dem Kosmid. Das Kosmid kann einfach nicht mit standhalten mit unserer technologischen Entwicklung. Phasen-Echo-Erzeugung, Gravitationspulsgranate. Ach, ich bin kein Fan von Granaten, aber was ist das hier? Taktische Operation. Erzeugt ein instabiles Echo der ausgewählten Einheit, die kein Held ist. Eine Kopie der Einheit, die unter deiner Kontrolle steht, erscheint auf einem angrenzenden Feld. Instabile Echos versorgen 50% weniger Schaden, sind aber ansonsten nicht vom Original zu unterscheiden. Das instabile Echo löst sich am Ende des Kampfes auf. Boah, es ist teuer. 75 Energie und 6 operative Punkte. Ja, Dimensionsverstärkungstürme, die müssen wir sowieso irgendwann erforschen, aber ihr wisst, 50 Kosmid kostet so ein Teil. Man braucht mindestens 3 funktionierende, um dann halt diese Dimensionsbeherrschung hier in Auftrag zu geben. Ja, wir nehmen mal Orbit-Taktiken. Wird man ein bisschen Forschung dazu bekommen, wenn wir die nutzen. Würde wir sagen, beschleunigte Schallwaffen wären nett. Hallschilde. Zusätzlich 2 Schilde, eine Defensivmod, Verteidigungsmod, Stufe 3. 15 Kosmid. Kommt, wir machen Dimensionskontrolle. Wir können uns halt im Moment leider sowieso nichts leisten. Phasenmanipulator. Der war meines Erachtens auch nicht. Na gut, Energieblaster. Der macht halt ein bisschen Bums. Phasensprung evakuieren. Auch nochmal eine Unterstützungseinheit. Wir brauchen aber auch ein bisschen Bumseinheiten, die auch ordentlich mal was wegballern. Auch nur 7er Reichweite. Genau. Ja. Wir entscheiden uns mal für die Dimensionskontrolle. Das müssen wir halt ohnehin erforschen. Und jetzt natürlich noch hier diese Gesellschaftsforschung. Wasserentwicklung. Informationsbeherrschung. Ja, Doktrinen. Aber wir haben keinen freien Doktrinenplatz. Anthropologische Forschung. Ja, Kosmidwachstumskammern. Das wäre doch ganz nett. Nehmen wir das. Und was ist das andere? Abteilung für Xeno-Beziehungen. Ach, plus 3 Einflusseinkommen in deinem Kolonie-Hauptquartier. Müssen wir auch bauen, oder? Kolonie-Upgrade. Oder passiert das automatisch? Kann sein, dass es auch automatisch passiert. Werden wir sehen. Aber ich glaube, wir haben noch nicht mal diese Gebäude gebaut in unserer Hauptstadt. So, Hauptkolonie. Sehe ich das richtig? Ja, wir müssen das hier noch bauen. Kann sein, dass wir dann das halt jetzt gar nicht bekommen. Aber wir brauchen halt auch Einheiten. Ja, ja, ihr seht schon. Zwickmühle hier. Priorität, bin ich der Meinung, hat jetzt einfach erstmal Truppen. Wir brauchen neue Truppen. Sonst können wir hier gegen die Vorhut-Fraktion einpacken. 5 packen minus 4 packen, einpacken. Hier beobachten wir die Umgebung. Mit dem Speer, mit dem Aufklärer hier, können wir hier noch ein bisschen aufs Meer hinaus fliegen. Und noch ein
ein bisschen Nebel des Krieges aufdecken. Hier haben wir noch einen Infiltrator. Der muss ebenfalls schnell es geht hier rüber, aber hier haben wir halt Marodeure. Runde wird beendet. Was machen die Vorhut-Truppen? Eine Nachricht von der Terrianer-Fraktion. Laserpointer würden sich gut für ein neues Spiel eignen. Dieser leuchtende rote Punkt beschäftigt uns schon lange, aber unsere Aufmerksamkeitsspanne ist zu kurz, um ein Spiel zu erdenken. Hier kommst du ins Spiel. Bitte nutze dein reichhaltiges Wissen dazu, einen Sport mit Laserpointern zu erfinden. Verbleibende Runden 10, ja, wir nehmen das an. Was ist das? Weitreichende Instandsetzungsvorrichtung 2.0. Verteidigungsmod Klasse 4. Heilt bei einer Zieleinheit 80 Trefferpunkte oder belebt eine Tote mit 85% ihrer maximalen Trefferpunkte wieder. Kann nur einmal pro Kampf angewendet werden. Das ist ja heftig. Ja, das wollen wir haben. Ich getraue mir gar nicht nachzuschauen, wie viel Kosmit das kostet. Boah, 20. Haben wir abgeschlossen, der Wirtschaftsguru. Sehr gut. Deine Kolonien errichtete Standardkonstruktionen gewähren nun plus 10 zusätzliches Einkommen ihrer Ressource. Wartet mal, haben wir das in Auftrag gegeben, diese Doktrin? Ich kann mich da gar nicht mehr erinnern. Oder ist das jetzt, dass wir das einfach abgeschlossen haben, dass es uns jetzt zur Verfügung steht? Das denke ich mal eher, oder? Ja, wir könnten das jetzt hier machen, aber nö. Zielwassereinheit ist hier gebaut worden. Wir brauchen noch mehr davon. Schwupp, sind wieder 70 Energie weg. Heros hat Industriebewirtschaftung produziert. Verbessert euch mal weiter. Sektorbasis für Mikaelos erstellt. Frage ist, ich denke mal, wir hatten hier einen einen Forschungssektor draus gemacht, oder? Nein, wir haben ja noch gar nichts. Ach, wir haben einen Landwirtschaftssektor hier draus gemacht. Aha. Nee. Wartet mal. Kann ich mir nicht vorstellen, wir haben uns hier. Wir haben doch bestimmt. Doch, wir haben ja ein Wissenschaftslabor draus gemacht, genau. Ja, dann bauen wir noch einen Nahrungssektor hier an. Weiter geht's. Das sind wieder die Marodeure, die hier am Start sind. Oh, wir sind irgendwo in den Einflussbereich eingedrungen. Wir gehen ja schon wieder raus. Dann hier hin. Ich glaube, wir könnten den auch automatisieren. Viel sehen wir hier halt nicht. Ich dachte, wir können ja mal irgendwie eine Schlacht entdecken. Wir haben ein Angebot von den Baumkuschlern erhalten. Die wollen den feuchten Regenwald haben. Wir lehnen das mal ab.
mittlerweile auch bei 375, aber wir haben den nicht Angriffspakt mit denen. Wir müssen uns bei denen noch ein bisschen einschmeicheln. Haben sie abgelehnt. Dann geben wir euch. Was geben wir euch? Wir haben so wenig Energie. Wir geben euch 20 Energie noch dazu. Ja, das macht er mit, hä? Gefällt euch, oder? Schön 20 Energie. Schmeckt. Grenzen sind geöffnet. Wir können also bei den Amazonen jetzt rein lunchen. Tja, wo übersetzen hier? Die Marodeure gehen uns halt auf den Zünder. Schicken wir einen unserer Helden mit, aber das Wiederbelebungsprotokoll ist bald fertig. Wir können halt einfach nicht so übersetzen hier. Gab es hier irgendwo ein Portal? Sieht nicht so aus. Oder wir kümmern uns um die Marodeure. Wahrscheinlich werden wir uns um die Marodeure kümmern müssen. Also dazu brauchen wir mehr Truppen hier. Ach, Zwickmühle. Mit zwei Einheiten brauchen wir nicht versuchen rüber zu gehen. Ich weiß. Mit den Infiltratoren ist es uns auch gelungen, aber ja. Muss nicht ein zweites Mal geschehen. Oh, die Vorortfraktion kommt schon wieder mit Truppen. Boah, nerven die. Diesmal ist Frank Vance selbst wieder mit dabei. Greifen uns wieder an, da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir mit denen Frieden machen. Das Problem ist halt, wir bekommen jetzt nicht in den nächsten 5 bis 10 Runden hier angemessen Verstärkung hinüber, dass wir wieder in die Offensive gehen können. Wir werden es mal probieren. Frank Vance, komm mal ran hier. Verhandeln. Waffenstillstand 10 Runden. Dann haben wir unsere Truppen ja auch wieder verstärkt. Macht erst mit, ich sag nein. Geben dir noch Kontaktinformationen. Ein sehr schlechtes für uns. Aber dem, oder wir, kommt, wartet mal. Wir geben dir auch 50 Energie, hinzu. Machst du es mit? Ach so, nee, 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 warte mal, wer wollte es ja? Der will uns unbedingt angreifen mit seinen Armeen. Dann halt diese Kontaktinformation. Na komm, hier. Ein sehr schlechtes Angebot für uns. Ja. Er ist scharf drauf, uns anzugreifen. Können wir leider nichts dagegen unternehmen. Dann ist das halt so. Ja, Freunde der Nacht, da kommt es also in der nächsten Folge zur nächsten Schlacht. Wir können nur hoffen, dass hier nicht noch. Ah, hier kommt auch noch eine Armee. Es dauert halt noch ewig, ehe Wandbär eine eigene Koloniemiliz aufbauen kann. Das ist das Riesenproblem, was wir hier haben. Aber es nützt alles nichts. Es bleibt spannend.
können wir diese Kolonie halten? Ich hoffe. Ja, wir werden es sehen in der nächsten Folge. Wenn ihr es auch sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Rechts unten gibt es einen Button dafür. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schmeißt was in die Kommentarleisten. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es da heißt Sahadum Zockt, Age of Wonders, Planetfall, Invasions. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.